und Schwestern im Herrn, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Wir können nur in dieser Ruhe und im Frieden sein, wenn wir im Herzen Jesus sind, das geöffnet ist. Und jede Verwirrung wird von uns weichen, wenn wir den Geist dieses Herzens annehmen. Den Geist, der ganz aus Gott kommt, dem Heiligen Geist. Denn das ist das Problem, wenn wir unsere Herzen dort verankern, wo die Welt ist, wo das Diesseitige ist, wo all das ist, was vielleicht angeboten wird im Materialismus, im Hedonismus, das heißt die Lustorientiertheit, dann wird unser Herz unruhig. Dann schweift es umher, weil es spürt, es ist nicht im Einklang mit dem Willen Gottes, denn unser Herz ist unruhig, bis es ruht in dir, o Gott, in diesem heiligsten Herzen ruht, bis ich endlich dieses Herz, das Gott erschaffen hat, das zur Liebe bestimmt ist, nicht für die Welt, nicht für die Lüge, nicht für den Zeitgeist, dass wir mit dem Zeitgeist buhlen, wie es jetzt gemacht wird und die Kirche teilweise in den Hirten noch in der Weise sich immer mehr hinneigt zu dem Zeitgeist, um populär zu sein. Meine Lieben, das ist nicht der Geist Gottes, sondern wahre Popularität ist jene, dass ich in diesem heiligsten Herzen bin. Und was aus ihm herausgekommen ist, die Offenbarung des Vaters, wir annehmen. Denn das ist das Werk, das ihr tun dürft, dass ihr an den glaubt, den der Vater gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, dass ihr an den glaubt, den der Vater gesandt hat. Dann sind wir populär. Wenn wir nach dem Mund der Welt reden, nach allem, was in der Welt ist, dem Großen, dem Geld, der Macht und all dem, was in der Welt ist, wenn wir darin meinen, vor den Leuten populär zu sein, dann haben wir schon alle verloren. Und zwar die Kirche wird dort untergehen, weil wer nicht glaubt und wer das nicht annimmt, denn Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Es wird alles vergehen, was in der Welt ist. Gleichen wir uns nicht dieser Welt an, selbst nicht mal in der Kirche. Nein, gerade nicht in der Kirche, denn wir reden Gott nach dem Mund. Und nicht der Welt nach dem Mund. Nicht der Politik, nicht dem Staat, nicht den Reichen, den Mächtigen, sondern wir reden Gott, dem Mächtigsten, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf der Erde. Dem reden wir nach dem Mund. Wem reden wir nach dem Mund, versteht ihr? Wenn wir der Welt nach dem Mund reden, werden wir verwirrt. Wir haben keinen Frieden. Denn er sucht Kinder und zeigt auf sie, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Der den Willen des Vaters im Himmel tut und wer auf sein Wort hört, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Diese Familie, die ganz in Gott gegründet ist, in diesem heiligsten Herzen, das uns gegeben ist, das die Offenbarung des himmlischen Vaters ist. Lassen wir uns nicht anstecken in der Kirche, denn wir sind aus der Welt herausgenommen. Und wir reden nicht nach der Welt, sondern wir geben Zeugnis von jener Welt und von jenem Reich, das von Gott kommt. Das Reich Gottes, die Basilea tou Theou. Das Reich der Himmel. Ja, das werden wir Zeugnis geben und dürfen mit großem Mut, Hingabe, mit Freude, aus dem Glauben, weil wir erkannt haben, nur einer hat die Wahrheit, nur einer. Gibt uns die Welt die Wahrheit? Pilatus spricht, was ist Wahrheit? Die Welt weiß nicht, was Wahrheit ist. Ihre Vorteile ist ihre Wahrheit. Ihr Geld ist ihre Wahrheit. Ihre Macht ist ihre Wahrheit. All das Rücksichtslose ist ihre Wahrheit. Das, wo sie ihr eigenes Ich nähren und wo sie alles in sich hineinschuppen,
bis es randvoll ist, dass sie den Vorteil haben. Und sie knien noch nieder vor dem sie niederknien müssen, der ihnen alle Macht gibt und alles Geld dieser Welt gibt, wenn sie ihn anbeten. Wir beten aber unseren Gott an. Wir beten den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist an. Wie sehr muss eine Kirche, die Familie Gottes, in diesem heiligsten Herzen gegründet sein, meine Lieben? Wie sehr. Gegen alle Widerstände, weil wir Zeugnis geben von diesem Reich, dein Reich komme. Nicht das Reich der Welt, dass wir voll sind vom Reichtum dieser Welt, sondern wir sind voll vom Reichtum Gottes, das aus diesem Herzen gekommen ist. Die sieben Sakramente, die uns heil machen, die uns gesund machen, wo dieser Gnadenstrom hinfließt und alles gesund wird, sogar wie es heißt, dort, wo diese Flut hinabfließt, in die Araber, ins salzige Meer, in das tote Meer, auch diese Fluten werden gesund zu den Menschen, die tot sind durch die Sünde. Diese Botschaft müssen wir tun. Werden wir lebendig durch die Botschaft der Welt? Müssen wir jetzt umkehren, dahingehend, dass uns jetzt die Welt ein neues Evangelium gibt, das uns rettet? Gibt jetzt uns der Staat ein neues Evangelium? Lassen wir uns neue Gesetze geben? Lassen wir uns neue Gebote geben? Lassen wir uns ein neues Evangelium geben? Wir haben es. Glauben wir daran? Zweifeln wir nicht? Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott. Und glaubt an mich. Glaubt nicht an die Welt, sondern glaubt an Gott. Und glaubt an mich, der vom Vater gesandt ist, der hier in der Kirche gegenwärtig ist, der seinen Sitz aufgeschlagen hat, in jeder Kirche, aber auch in dir, weil du der Tempel des Heiligen Geistes bist und dass dein Herz, deine Seele ausspricht, ich glaube an Gott und ich glaube an den, den der Vater gesandt hat. Darin glauben wir. Beten wir, dass die Hirten nicht umknicken, dass sie nicht schwächlich werden, weil jetzt diese Großmacht letztlich der Medien da ist, wo sie nur Angst haben. Beten wir für unsere Hirten, dass sie stark sind im Glauben, dass sie auf dem Kanal Gottes senden. Stark sind, dass wir gestärkt werden durch die Botschaft, indem wir glauben. Denn die Liebe überwindet alles, alle Angst. Wo Furcht und Angst ist, ist eben diese Liebe zum Herrn noch nicht vollkommen. Da knicken wir alle ein, auch die Hirten können bisweilen einknicken. Die Priester, die Diakone, die Ordensleute, das Volk Gottes knickt ein vor diesen Festungen von Jericho. Aber wir müssen als Volk Gottes umherziehen, um die Festungen, die sie aufgebaut haben, um eine Zivilisation zu gründen ohne Gott. Und dass Gott eingreift, nicht durch Schwert, nicht durch Bomben, sondern durch das Gebet des Rosenkranzes, durch den Glauben, dann fallen die Festungen dieser Welt, wo sie eine Zivilisation ohne Gott aufgebaut haben, wie eine Festung gerade zusammenkracht, ohne Einwirkung des Menschen, nur durch die Macht Gottes werden die Festungen alle zerstört werden, glauben wir es noch? Als der Geist Gottes sich durchsetzt, als die Menschen, für die die Wohnungen bestimmt sind, vom Vater, wo der Herr bereitet hat am Kreuz, so schön, und es gesagt hat, es ist vollbracht, ihr könnt wieder zurück. Dass wir diese Wohnungen wieder beziehen, im Himmel. Nicht, dass wir uns einrichten in Feriendomizile, in Villas, in all das, was die Welt so bietet, und wir uns immer wieder schöner machen,
dass sie sagen, da ist zu viel Gold in der Kirche, aber geht mal in die Villas, was sie alles drin haben. Ich habe selbst gesehen, dass sie sogar die Kirchenfenster aufkaufen und sie irgendwie einbauen in ihre Villas. Das ist doch schön. Ja, ich fragte dann, wo hast denn du sie her? Ja, ich habe es gekauft, es wurde irgendwie verkauft auf dem Markt, auf dem Flohmarkt und dann habe ich sie im Grunde eingekauft und man baut sie ein. Man macht die Wohnungen schöner, uns doktroyiert man auf. Oh, da ist zu viel. Doch, hat der Herr gesagt, gebt Gott das Beste, gebt Gott das Schönste, gebt Gott das Herrlichste. Das ist der wahre Gottesdienst Gottes. Denn er hat uns die schönste Wohnung, meine Lieben, bereitet im Himmel. Eine Penthouse-Wohnung da oben mit Meeresblick, ohne dass du umziehen musst. Keine Umzugsgebühren, keine Miete, sondern gratis wohnen mit bestem Ausblick in das Meer Gottes hinein, in die Schönheit, in die Liebe, in das Licht, meine Lieben. Da freue ich mich schon. Da freue ich mich schon. Freut euch, meine Lieben. Das sind die Wohnungen. Das ist die Wahrheit. Und das ist die Wirklichkeit. Sie haben ja nur die Welt. Und der Satan sagt noch, alles gehört mir. Er ist ja ein Lügner, wenn er den Mund aufmacht. Nichts gehört ihm. Alles gehört Gott. Alles gehört Gott. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder. Dann kommt er in Macht und Herrlichkeit zum Gericht. Und was wird er tun? All jene, die an ihn geglaubt haben, wird er abholen. Wird er abholen. Was meint ihr, was das ist? Eine Freude, wenn er uns abholt, weil ihn die Seinen kennen. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Die, zu den anderen sagt er, hinweg mit euch, ich kenne euch nicht. Ihr habt so gelebt auf dieser Erde, wie ihr mich nicht kennt. Ihr Gesetzesübertreter, die das Gesetz der 10 Gebote gebrochen haben. Das Gesetz Jesu Christi, der Liebe, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das zusammenfassende Gesetz der 10 Gebote, das Gesetz der Liebe gebrochen haben. Der Satan, der hinabsteigt und Krieg führt gegen das Volk, die an den Geboten Gottes festhalten und am Zeugnis Jesu Christi, gegen die führt der Krieg. Aber er wird verlieren, weil uns wird der Herr abholen. Ich will nicht dorthin, wo der Satan jene abholt, meine Lieben, die für dieses Reich der Finsternis bestimmt sind. Wir sind für dieses Reich des Lichtes bestimmt. Kämpft, meine Lieben, kämpft, setzt alles ein. Ich habe ja Hochleistungssport gemacht. Wie viel sind wir gerannt? Wie viel Mühe haben wir aufgemacht oder aufgeboten? Um trainiert jeden Tag, um nur einmal auf das Treppchen zu kommen. Und bei Paulus steht, 10-fach sollst du all die Kräfte einsetzen, um den Siegespreis zu gewinnen. Um den Siegespreis zu gewinnen, in diese Wohnung hineinzukommen, dich zu überwinden, die Schwachheit des Fleisches, das Gebot Gottes zu halten, am Zeugnis Jesu Christi, an seinem Wort festzuhalten und dann einzuziehen in dieses Reich. Es ist das neue Reich, das Reich der Himmel, das Reich Gottes, das ewig währen wird, meine Lieben. Das ist unsere Freude, das ist unsere Zuversicht, das ist unsere Hoffnung. Und werde ich euch holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Wie zärtlich spricht Gott. Aus dem Herzen Jesu kommt das. Ich liebe sie. Ich will sie dorthin holen, wo ich bin, mit meinem Vater. Und sie sollen so geliebt werden, auf dass sie alle erkennen, dass der Vater euch liebt, wie er seinen einzigen Sohn geliebt hat. Beten wir nicht
Ihm exultet, o glückselige Schuld, die uns einen solchen Erlöser gebracht hat. Um den Knecht und die Knechtin zu retten, gabst du den einzigen Sohn dahin. Wie schön. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg finden? Merkt ihr, auf die Apostel stehen ganz auf der Leitung, manchmal wir auch, gell? Und wir sind nicht mehr angesteckt von dieser Freude. Wir sind nicht mehr angesteckt. Sie sind ganz im Diesseitigen. Immer nur auf die Scholle gerichtet, auf das Materielle. Aber wie schwer fällt es dem Menschen, dass er erhoben wird zu Gott. Und das dürfen wir. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, außer durch mich. Amen.